Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Cult of the Lamb und dem Wollschaf des Grauens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schauen wir doch gleich mal rein. Wir sind ziemlich am Ende des Spiels mittlerweile angekommen. Ja, und mit den Einstellungen, das hat ziemlich gut geklappt, fand ich. Das lassen wir jetzt so. Wir sind bei Spielzeit 1 Stunde 48 Minuten. Hahaha, nein, das stimmt nicht, aber Tag 126. Wir haben 14 Jünger, 13... Oh, ich muss eine Behausung bauen. Da schläft ja jemand auf dem Boden. Was ist denn da los? Und 19 Tote. Ja, gehen wir mal rein. Dann bauen wir halt gleich mal eine Hütte hier. Das geht ja gar nicht. Das geht ja nicht. Also, wer möchte denn schon auf dem Fußboden pennen? Und das in meinem Superkult. Ja. Das ist... wo ist mein Bauterminal hier? Also, dann werden wir jetzt gleich mal hier noch eine Hütte hinzimmern. Das geht ja nicht. Also, bei mir muss keiner auf dem Fußboden schlafen. An dem der Waschlotion. So, bauen wir da hin. Das ganze Ding. Ja, muss erstmal fertig gebaut sein, das dachte ich mir schon. Zack, zack, zack. Wieso haben wir denn so viele Leute? Und so wenig Behausung? Komm hier. Ihr habt alle arbeitsfrei, ich weiß. Dann muss ich wieder selber knechten hier. Oh. Wir können doch zu Susu. Ja, die trauern alle an Gräbern hier. Aber wie die Gra. Sag mal, was ist denn da los bei euch da unten? Weil ihr einen freien Tag habt heute oder was? Sind sie gerade voll dabei? Ach, klopf, 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 klopf und klopf, klopf, klopf. Ja. Wäre ja schön, wenn mir meine hilft hier. Na komm schon, zieht euch Lamm. Schon mal schneller gesehen. Was jetzt? Oh nein, da fällt schon wieder. Oh, ist wieder einer gestorben. Ja, prima. Ich werde mit der Hütte fertig und er fällt mir um und krepiert. Na dann. Hinfort mit dir. Ab in die Grube. Wer war das überhaupt? Wer ist denn jetzt wieder von uns gegangen? Der Balzebub ist gestorben. Ach, Balzebub. Ja, in der letzten Folge haben wir ja übrigens hier im Astrologie alle besiegt. Nachdem wir auch gegen alle einmal verloren haben. Also, ihr habt gesehen, ich bin ein strategisches Genie. Naja, egal. Aber ich habe das Spiel, glaube ich, jetzt so richtig kapiert. Also, es ist auf jeden Fall machbar. Und man braucht ja da Geld. Und im Moment ernten wir sowieso nur noch Kohle und nichts anderes mehr. Achso, jetzt mit dem René. Irgendwas mit dem René. Hm. Wen können wir denn jetzt hier nochmal die Beichte abnehmen? Lilia hat die Stufe 15. René hat Stufe 6. Na komm, René ist kurz vorm Aufstieg. Gucken, was er von mir hält. Der und sein... Dass er immer über die Krone spricht und sie jedes Mal eine Frage stellt. René, du alter Schwurbler. Echt? Das gibt's ja wohl nicht. Naja, was hast du davon? Hm. Schreit mir da schon wieder einer hinterher? Nee. Ja, wenn die nicht arbeiten, dann hauen sie mir hier natürlich die Buden voll, gell? Da ist auch alles voll, das ist gut. Wenn Propagandasprecher läuft. Ah, da können wir das reinpacken. So. Ja, ihr und euer freier Tag. Freut euch, habt einen tollen Tag. Geht schlafen. Haben wir denn jetzt... Wie viele Gebäude haben wir jetzt? Ist doch gerade einer gestorben wieder, ne, im Kult. Das heißt, wir haben 13 und 14 Behausungen. Wir könnten ja, wenn es geht, wieder jemanden nochmal wiederbeleben. Hm. Wie sieht's denn da aus? Ah, nee, das geht noch nicht. Alles klar, dann lassen wir das auch. Das Ritual... Aber wir können die Pilzmission da ja beenden. Wir waren doch... Ach halt, muss ja reisen. Wir waren doch bei dem einen Pilzmenschen hier und sollten doch zu dem Suso zurückkehren. Das war doch hier oben, oder? Hier war das, meine ich, der Suso, der Verrückte. Pilzip, hallo Pilzip. Hast du schon gehört? Leschi wurde niedergemetzelt. Ich habe ihn ohnehin nie gemocht. Ja, ja, ich habe ihn niedergemetzelt. Ich habe ihn kaputt geschlagen. Ja, komm, das kaufen wir jetzt auch. Wir haben's ja. Einer nach Pilz. Okay. Da gibt's echt noch viel freizuschalten, ne?
Aber hier ist doch jetzt eigentlich auch alles. Da ist alles ausverkauft. Da haben wir eigentlich nichts mehr zu holen. Bei der Masse hier. Tarotkarten, ne? Da gibt's nichts mehr. Ausverkauft. Ja, wann werden die denn mal aufgefrischt? Wäre ja schön. Naja. So, Suso, da bin ich wieder. Suso, Shasha Luto, ja, ja. Du hast es getan, oder? Du hast die Macht der Pilze gekostet. Ja, du bist genau wie Suso. Suso weiß, dass du ein Freund bist. So sicher bin ich mir bei dir auch noch nicht. Hier, nimm das. Ein Zeichen der Freundschaft zwischen zwei Gehirnwäschepilzliebhabern. Pass gut darauf auf. Du kannst niemanden vertrauen. Niemanden. Das kriege ich jetzt von dir. Ah, okay. Jetzt kann ich wieder irgendeinen Rock freischalten oder sowas. Weil ich so ein Teil fertig habe. Einmal. Na, da kann man noch mehr holen. Annehmen. Ich möchte dir etwas anderes geben. Etwas, das deine unsterbliche Liebe für die Pilze und ihre unbegrenzten Möglichkeiten symbolisiert. Ah, eine Pilzskulptur bekommen. Ja, die nehmen wir natürlich auch. Wie der glotzt. Die Augen total verleiert. Du musst dich nicht bei Suso bedanken. Baue es bei deinem Kult und komm wieder zu mir zurück. Suso wird dir ein letztes Geschenk machen. Okay, jetzt muss ich so eine Pilzstatue dahin zimmern. Suso ist immer fair, bezahlt immer seine Schulden. Nicht so wie diese Lügner da draußen. Naja. War da noch was anderes zu holen da oben? Bei dem. Anhängerform freischalten. Haben wir da zwei geschaltet? Irgend so Pilzmenschen oder was? Ja, aber was ist denn da? Anura, aber wer bist du? Hm. Geht das nochmal? Oh, da können wir gleich noch einen freischalten. Wir schmeißen die Kohle aus dem Fenster! Ne, das sieht aus wie so ein Bulle oder sowas, ne? Ja. Also bei ihm können wir hier. Ah, jetzt geht's nicht mehr, okay. Was geht hier? Mal kurz unter den Rock geguckt beim Suso. Da geht auch nichts mehr. Also, wir gehen wieder zurück. Wir haben das mit Suso erledigt. Wir sollen aber eine Pilzstatue bei uns bauen. Das können wir ja noch tun. Ist ja eh schon wieder ein neuer Tag angebrochen hier auf meinen Reisen. Ja, Stefan will schon wieder was von mir. Ich gehe kaputt. Was willst du denn? Stefan, sprich dich aus. Entschuldige, Anführer. Ich hätte gerne ein paar Blumen aus dem Düsterholz. Dankeschön. Wenn du welche sammeln könntest. Oh, Leute. Ich will aber jetzt nicht im Düsterholz-Dank schon rumrennen. Nein. Ablehnen. Tut mir leid, Stefan, das will ich jetzt nicht machen. Wir glauben, ist gar nicht runtergegangen. Da sind wir noch oben, weil die frei haben, oder was? Ja, gut. Na komm, dann bauen wir den Pilz. Und der Dekoration. Der gefällt mir eigentlich. Ist, ja. Bin jetzt nicht der Pilzliebhaber, aber wir sollen das Ding erbauen, ne? Ja, welchen von denen? Pilzskulptur oder die Pilzstatue? Oder was wollt ihr jetzt haben? Bauen wir halt eine Pilzskulptur. Komm. Kommt hier unten hin. Zack. Fertig. Ihr braucht das jetzt auch nicht machen. Nein, ihr habt frei. Ich weiß. Ah, der arbeitet noch. So, Komposthaufen ist wieder voll, kann wieder Kacke produzieren. Aber ich kann doch schon wieder eine Predigt machen, ne? Ja, das machen wir jetzt auch noch. Eine Predigt, den René haben wir gerade hochgelevelt. Der Stefan ist Level 15. Was ist denn Markus? Nee, wo ist denn der Matthias? Er ist jetzt Level 13, komm. Was? Du glaubst nicht an mich? Mädchen! Dich belebe ich nochmal wieder. Es geht wohl los mit dir, oder was? Bleib mal gleich hier stehen. Zack. Ja, komm mal. Ah, gehst du mal mit mir tanzen, Freundchen, hier, wenn du nicht an mich glaubst. Geht wohl los. Oh, dafür wird bezahlt. So. Hm. Ja, Ernte. Da wird nichts verschenkt hier. Da werden die Knöpfe unterm Kopfkissen geklaut. Komm hier, her mit.
ganze Zeug. Ah, aber das müssen wir noch ausbauen. Ist das schon angesetzt auf Ausbau? Ich glaube nicht, gell? So. Das könnt ihr alles machen, wenn euer arbeitsfreier Tag vorbei ist. Habt ihr gleich was zu tun hier, alle? Ihr Faulenzner. Faulenzerpack. So, ja. Wow, wow, ja, freut euch. Hat hier jemand wieder irgendwo hingekackt oder was? Nee. Nein. Hunger haben sie. Ja, komm, ihr habt einen freien Tag, ihr kriegt da noch was ordentliches zu futtern. Was machen wir denn da bei euch? Krankheit ausgelöst wird, das will ich halt nicht. Keine Hindernis, Grasmahlzeit. Ihr kriegt jetzt alle wieder eine Grasmahlzeit. Ihr habt nichts gearbeitet, also gibt es auch nichts ordentlich nahrhaftes Zeug. Schön angebratenes Gras mit ein wenig Kräutermischung aus Pilzen. Ja, 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 haut ihr mal rein. Und du armer Kerl. So. Ist jetzt dieser Tag jetzt bald rum, dass die wieder arbeiten können? Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einfach jemanden beschwören kann. Normal müsste es ja schon gehen, ne? Liegt weg und kehrt mit roten Herzen zurück, ne? Du erbeutest bessere Lebensenergie-Gegenstände. Die Christina mit auf den Kreuzzug nehmen, auf den letzten. Ich will mir das eh erstmal angucken. Mal schnell gucken hier, wie das jetzt vonstatten geht, weil Reisen ist klar, aber da oben... Ja, jetzt wird es nämlich frei. Oha. Alter, der greift mir... Das letzte Tor ist eröffnet. Lesen. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Ja, das kennen wir ja. Ich glaube, das ist wirklich dann der Endkampf. Geh weg, du hässliche Spinne. Dass ihr immer noch hier so rumgräbelt, das gibt mir eh einen Sack. So, was machen wir jetzt? Ihr seid alle satt, da oben ist noch was zu essen übrig. Ihr seid auch schon wieder am Arbeiten, oder? Ja, das geht nämlich los hier mit Geschenken. Ah ja, die buckeln. Alles gut. Geschenke her zu mir. Oben wird auch wieder Essen gemacht. Super, freut mich. Vogel wurde auch schon wieder gefangen. Ja, 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 alles gut. Oh nein, der Nächste, der stirbt. Aber ist ganz gut, ich bin nämlich noch da. Dann fault er nicht hier rum. Wer war das eigentlich? Yeah, Mensch. Der hat doch nicht einfach so dahin. Ja, oh, oh, ja, ich kümmere mich um die Toten hier. Ja. Oben nicht. Ach, Pierre. Ruhe in Frieden, Pierre. Kann ich denn schon wieder jemanden beleben jetzt hier? Bitte. Noch ein bisschen, dann geht's wieder. Ja, okay, dann lassen wir das mit dem Wiederbeleben. Aber die Krone könnte eine Kronenfertigkeit freischalten. Das heißt, ich könnte hier unten wieder eins. Ja, kann ich die dann auch wählen? Ich habe ein bisschen Angst, das habe ich ja jetzt. Wenn ich das nächste freischalte. Alle Herzen werden durch 1,5 mal der Menge an blauen Herzen ersetzt. Ja, ich schalte halt frei. Ich schalte jetzt mal eins frei. Ich hoffe, ich werde dann die Tarotkarten trotzdem wieder nehmen können. Was haben wir denn hier jetzt? Der verursacht Schaden erhöht sich mit jedem Kill. Wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Ich krieg doppelt so viel auf dem Wanst. Flüche verursachen doppelt so viel Schaden und kosten nur die Hälfte Eifer, aber Nahkampfschaden und Lebensenergie werden halbiert. Du spinnst wohl. Was? Du erhältst bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, aber 100% deiner Gegenstände gehen verloren, wenn du stirbst. Achso, wenn ich... Ja gut. Was ist mit dir hier? Das waren die Herzen. Schaden. Ah, ich schalte jetzt das frei. Mal gucken. Ich kann jetzt hoffentlich auswählen zwischen den Dingern, die ich nehmen möchte.
Ah, ist sie mächtiger geworden. Habe ich das jetzt an? Ah ja. Halt. Ich möchte das wieder haben. Okay, so funktioniert es. Alles gut. Ich kann auch mein Weißes wieder nehmen. Das ist schön. Ich könnte auch eine Predigt halten jetzt. Weil ich will eigentlich, dass noch ein bisschen Zeit vergeht, weil die Nacht ist fast da. Die gehen schlafen. Jetzt haben sie mir schon wieder Kohle und besorgt, bis zum Geld. Der ist der Nächste, der mal einen Löffel abgibt hier. Haben die das Ding eigentlich fertig gebaut? Diese komische Pilzstatue. Weil die sollte ich doch bauen und sollte dann wieder zu dem zurückkehren. Na, ja, die Pilzstatue ist fertig. Das heißt, ich kann zu dem Susu zurückkehren jetzt. Dann machen wir das jetzt auch noch in der Nacht hier. Ui. Jetzt habe ich aber extrem viel Brot dabei. Hässliche. Elende. Komm her. Ach du, krass. Die Spinne trägt ein Goldstück mit sich rum. Das war aber nur bei der jetzt, ne? Ah, ab und zu mal. Was ist denn mit dir? Hast du kein Bett mehr oder was? Hä? Zeuge Astaroth. Du musst doch ein Bett haben. Jetzt geht doch schlafen da. Ja, was ist mit dir? Warum gehst du nicht schlafen? Ey. Komm, du kriegst jetzt von mir nochmal einen Segen erteilt. Hm. Nicht gut aus bei ihm hier. Sie sterben uns schon wieder weg, wie die Fliegen hier, ne? Hohes Alter, ja. So, ein neuer Tag ist angebrochen. Das ist ganz gut. Weil ich hoffe, ich kann jetzt das Ritual der Wiederbelebung machen. Ja, kann ich. Weil es wird bald wieder einer von uns gehen. Setzt auf eure Mützlein. Christa, nein. Kusion, nein. Nanopra auch nicht. Zeuge, nein. Pokrion für mich. Ja, Chakre, Saleos. Übrigens, bald so Pierre. Sind echt alle meine Lieblingsjünger wieder dabei? Opfer Nummer 1, du warst es nicht. Fusion. Pokrion. Na dann, Pierre, bist gerade von uns gegangen, darfst gleich wieder herkommen. Komm zu mir, mein Pierre. Ist er wieder jung? So. Und wir machen ein normales Ritual. Nicht Ritual, eine Predigt halten wir, damit sie wieder alle schön an mich glauben werden. Ja, freut euch. Es gab auch wieder einen Aufstieg irgendwo hier. Das ist doch wieder einer. Ach Quark, ab da. Pierre ist aufgestiegen. So, wir marschieren jetzt noch zum Susu. Mal gucken, was wir da bekommen. Jetzt, was er uns da gibt, weil wir das ja gebaut haben. Ja, und den Run, den werde ich in der nächsten Folge machen. Den Endrun. Du hast es geschafft. Jetzt weiß ich, dass ich dir trauen kann. Anders als diesen fiesen Lügnern dort draußen. Sie sehen alles und hören immer mit. Ja, bla bla blub. Hier, nimm das. Du bist Susos bester Freund. Du bist Susos einziger Freund. Na toll. Krieg ich jetzt da. Na so ein Ding. Mal gucken, was er jetzt danach wieder erzählt. Krieg ich von dem immer so Nebenquests oder was? Susu kann dir jetzt vertrauen. Susu wird sich dir verpflichten. Du wirst mich vor den Lügnern dort draußen beschützen und Susu Pilze bringen. Was? Susu ist so glücklich. Susu hatte noch nie zuvor so viele Pilze. Die Augen von dem hier rumflaschen, ja, ist schon klar. Ohne dich würde Susu nie in der Lage sein, so viel auf einmal zu erwerben. Susu kann kaum abwarten zu sehen, was passiert. Ja, was denn? Was? Es haben sich noch mehr zu dir bekannt. Okay.
Ja, Susu, alles gut. Was war hier? War die Angelstelle, ne? Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Meine ich doch, oder? Ah ne, das ist was anderes. Das ist der Schmuggler. Mit dem konnte ich doch mal irgendwas kaufen. Ja, Tarotkarten. Ja, kaufen wir. Oder kann ich... Ansehen. Ah ja, ausverkauft. Der hat ja alles schon verkauft, der Hans. Ach, hier gibt's Anhängerform wieder, okay. Dann gucken wir mal, was wir hier bekommen. Ja, was bist du? Sieht aus wie ein Nilpferd. Ja, nehmen wir. Ja, dann kaufen wir die nächste auch noch, komm. Wir kaufen mal die Anhängerform frei hier. Wir machen Shopping-Tour. Shopping-Sheep ist unterwegs. Ein Krokodil oder was bist du? Ein Drachen. Okay, nehmen wir auch. Rein ins Buch des Wissens. Ja, wir können nochmal. Das kostet langsam immer mehr, hä? Hm? Ah, was haben wir jetzt gekriegt? Bist du Biber oder wie? Neue Tierformen. Aus den Angertiefen. Können Biber sein, oder? Ah, wir können nochmal. Ja, Mensch. Hau mal Kohle raus heute. Leck mich am Eimer. Am Eimer, leck mich am Eimer. Was ist das für Deutsch? Was bist denn du? Seepferd oder was? Geht immer noch, gell? Oder? Ne, jetzt ist Angertiefen ausverkauft. Ja, komm, wir geben dir ein Auge. Zack. Blimbo, wird auch Zeit. Schau dir das matschige Ding an. Es wird behauptet, dass diese Kreaturen alles gesehen haben, was es zu sehen gibt. Und seit Jahrtausenden schweigend darüber urteilen. Genau wie meine Schwiegermutter. Ja, genau. Hier, nimm das. Ich habe es auf meinen Reisen gefunden. Bedeutet mir nichts. Aber ein Kronenträger hat vielleicht Verwendung dafür. Drei weitere noch. Jetzt gibt er mir auch so ein Teil. Ja, was will er? Ach, ich kann ihm noch ein Auge geben. Na komm, ich habe die Augen scheinbar alle dabei. Na dann. Hahaha. Zack. Du hast ein weiteres Auge. Blimbo beginnt deinen Wert zu sehen. Ha. Ganz ehrlich, Sicherheit und Schutz sind Dinge, die Blimbo sehr ernst nimmt. Insbesondere in meiner Branche. Aber ich könnte meinen Kopf nie vor jemanden anderem verneigen. Also glaube ja nicht, dass du den alten Blimbo bekehren kannst. Ich bin gespannt. Nur noch zwei weitere. Nimm das als Zeichen meines Dankes, okay? Ich habe noch eins. Dann müssen wir noch einmal einen Run machen, um so ein Ding zu kriegen, so ein Auge. Zack. Hier kriegst du noch eins. Du hast das dritte Auge. Du bist noch tödlicher, als Blimbo gedacht hat. Blimbo braucht die Sicherheit für seinen Handel und das Lamm kann dafür sorgen. Aber Blimbo ist eine wilde Seele. Ich diene niemanden außer mir selbst. Ja, ja, ist ja gut. Aber dann wiederum könnte der letzte Zeuge mein Schiff versenken. Meinen Handel, meinen Lebensstil. Und dann, was bliebe von Blimbo übrig? Gut, zwing mich. Bring mir das letzte Auge und ich werde mich dir und deinem Weg in deinen Wegen beugen. Okay. Also ich kriege irgendwo ja noch ein Auge. Okay. Da haben wir Blimbo jetzt auch glücklich gemacht und haben von ihm wieder so Splitter bekommen. Hier unten können wir fischen, ne? Jetzt werde ich die Splitter bei der Krone nochmal einsetzen. Aber ich bleib trotzdem bei dem Weisen. Die Krone, wir schalten Stärke der Krone frei. Und was nehmen wir als nächstes? Drei Stück sind's noch, gell? Alle Herzen werden durch 1,5 der Menge an blauen Herzen ersetzt. Kosten 1. So, jetzt habe ich einen blauen Rock an.
Aber ich bin mir nicht so sicher, ob mir das... ob ich das will. Die zwei kann ich noch freischalten dann, ne? Dann habe ich eigentlich alles freigeschaltet. Ich bleib bei dem Weißen. Ich bin das weiße Lamm. Oh nein, der alte Mann ist gestorben. Bring mal den gleich mal weg hier. Ah. So, Zeuge Astrao. So ist das dann halt, wenn ihr hier alle krepiert. Sie können ja fast nicht mehr bauen. Brauchen noch nicht mehr bauen. Steht hier schon wieder Schlange am Klo oder was? Der alte Mann hat mal schön das Klo bewundert, ne? Ist da jetzt noch jemand drin? Ne. So, Fleisch für die Masse. Was können wir denn wieder kochen für euch? Ich hab doch bestimmt schon wieder Hunger. Ich seh's doch. Ah, jetzt sind sie wieder gesund, okay. Grasmahlzeit, Grasmahlzeit und Grasmahlzeit ist natürlich wieder drin, gell? Na komm, ich krieg nochmal was ordentliches Futter hier heute. Ihr seid ja auch wieder am Arbeiten. Ich will ja nicht, dass es bei euch heißt. Wir kriegen nur Gras zu fressen. So. Kann ich denn schon wieder jemanden wiederbeleben? Muss ich es denn überhaupt? Rituale der Wiederbelebung. Nee, geht sowieso nicht. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als eine Predigt zu halten, aber dann lassen wir sie erstmal essen. Ja, hier, haut ihr den Ranzen voll. Was wir hier an Kohle verdienen, 175 Goldstücke schon wieder da reingeknallt in unseren Kulttotem. Das ist doch toll. Ja, die Beichte. Und wem können wir sie abnehmen? Die Lilia ist Level 15. Matthias ist Level 14. Stefan ist auch Level 15, der steigt gleich auf. Und unser Geldeintreiber Markus ist mittlerweile Level 17. 15... 12, 14, 15, 14. Das heißt, wir ziehen den René nochmal nach. Und jetzt glaub an meine Krone, bevor du schlafen gehst. Jetzt geht der schon wieder. Du bist im Raum. Ja, ja, Ballamanna. Gib dir gleich Ballamanna. Du Frecher. Tanz mit mir. Oh, René, Hans mit mir. Ja. Brauchst du auch nicht bezahlen für heute. Meine Magus, es krebelt ja schon wieder darum, ist kurz vorm Abkratzen. Mann, Jung, ich beiß dir in den Hintern, Freund. Hm. Das bringt ja nichts. Wir müssen ja schon wieder ein Grab bauen. Das ist wohl der Friedhof da unten, ey. Wahnsinn. So, das machen wir aber schön. Bei uns sind die Gräber immer schön. So. So, das ist dann auch mal schick gemacht. Na, gucken wir nochmal nach Dekorationen hier und dann soll es das für die Folge auch gewesen sein. Also, ich weiß nicht, so ein Totenkopf da hier. Hm, Schädelkerze. Was haben wir denn noch alles? Ah, den Brunnen wollte ich doch bauen, genau. Wo der Baum wächst, kann ich das nicht tun, ne? Da unten liegt Scheiße! Warum? Hab doch ein Klo da oben, ihr Affen. Oh, echt. Zum Glück sehe ich es jetzt noch.
ein wildes Durcheinander bei mir hier, gell? Ich weiß. Da kriegen wir es nicht hin. Würden sie nicht mehr durchlaufen vielleicht. Ich bin der Meinung, wir machen das mit ein bisschen Abstand. Ah, oder wir machen es da oben hin. So, was können wir denn noch machen? Degos hier, schön. Ja, das haben wir alles gesehen, ich weiß. Will ich aber nicht, will ich auch nicht. Pilzgedöns auch nicht. Das sieht natürlich auch krass aus, ne? Was bist du, ein Kristallfenster? Ein Kristallfels. Machen so eine Kristalllampe da unten hin noch. Einmal die Kristalllampe und dann haben wir eine Dekos. Haben wir doch noch die Kerze, die einfache gehabt, ne? Ja, das ist natürlich auch genial. Kleine Steinkerze. Kosten zwei. Eine große Fackel. Loderndes Leuchtfeuer. Neben dem Scheiß auf, machen wir das nicht. Kannst du jetzt mal da unten auf den... Nein, ich will da... Oh, ich triff's nicht, das gibst du nicht. Da, nicht hin, so. So, dann machen wir den Haufen halt noch weg. Mann, Leute, echt, das kann doch nicht wahr sein mit euch, echt. Warum? Wieso kackt ihr immer noch irgendwo anders hin, wenn doch hier alles ordentlich voll ist? Ja, ja, du hässliche Spinne. Ist, wenn nicht alles, ist doch nicht alles voll. Ist doch alles schön frei. Geh ich nicht. Der Mörmer ist auch in Ordnung. So, Geschenke haben wir keine mehr. Haben wir alles ausgesammelt. Die schlafen alle noch schön. Dann werde ich mich jetzt auch verabschieden hier in dieser Folge. Das war jetzt nur eine Management-Folge nochmal. Wir speichern das Spiel. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir werden, und vielleicht auch ein Abo, wie ihr wollt, ne? Das, weil in der nächsten Folge, das wird dann der Run gegen den Endboss, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob das dann direkt kommt, wenn ich da reingehe. Wir haben es ja gesehen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Wir neigen uns dem Ende von Cult of the Lamb. Das ist ein geiles Spiel, es macht echt Spaß. Von ich hätte mit Sicherheit viel schneller sein können, aber ich kannte das Spiel auch gar nicht. Vielleicht gibt es irgendwann in einem Jahr oder so oder nochmal einen Run von mir mit einer schwierigen Schwierigkeitsgradstufe vielleicht, obwohl ich alter Mann das ja nicht gerne mag. Ja, mal gucken. Und vielleicht dann effizienter, schneller. Auch mit der Bauerei und der Forscherei. Jetzt im Moment, ich glaube, sind wir so gut wie fertig. Aber für das Geld, was es gekostet hat und wie es putzig, das Schaf ist und der ganze Kram rundherum, was man machen kann. Ich habe noch nicht mal alle Rituale gemacht, die gehen. Vielleicht werde ich auch das Schleichen noch ein bisschen weiterspielen dann. Vielleicht kann man weiterspielen, wenn man den letzten Boss besiegt hat. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. In dem Sinne, melde ich mich von euch ab. Habt einen schönen Abend und wie immer, tschö mit Ö.